darf Ihnen vorstellen, einen Mann, der sich als Traumaexperte und als Psychologe auch in verschiedenen Krisengebieten und auch Erdbebengebieten dieser Welt schon bewährt hat. Herr Pieper, was ist das für ein Trauma, was ein Mensch erleidet, der ein Erdbeben erlebt hat? Ja, wir haben es ja eben von dem Herrn Benoit ganz deutlich gehört. Also es ist der Verlust der Sicherheit. Ganz basale Gefühle, die der Mensch braucht, um sich auf dieser Welt sicher zu fühlen, die gehen da verloren. Wenn die Erde bebt, dann ist nichts mehr sicher. Und das ist das, was Menschen sehr zerstört und nachhaltig beeinflusst. Sie sind traumatisiert. Viele dieser Menschen sind traumatisiert. Und das ist ja ein ganz wichtiges Stichwort, was bis jetzt noch relativ wenig hier behandelt wurde. Doch, es kam zwei, dreimal vor. Da habe ich schon an Sie gedacht, weil ich wusste, dass wir Sie noch in der Sendung haben werden. Die traumatisierten Menschen sind natürlich viel weniger in der Lage, diesen Staat auch wieder aufzubauen, als Menschen, die ihr Trauma verarbeitet haben. Sie müssen sich das so vorstellen. Ein traumatisierter Mensch, der ist gegen seinen eigenen Willen, ist er immer wieder mit den schlimmen Bildern beschäftigt, die er dort gesehen hat. Und das, wir sind ja alle sehr beeindruckt von diesen schrecklichen Bildern, die wir hier gesehen haben. Das spielt sich vor ihrem Auge immer wieder ab. Sie können es nicht abschalten. Und sie haben von daher viel zu wenig Kraft, auch sich auf das zu konzentrieren, was ja wichtig ist in diesem Land für den Aufbau. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben nicht nur die materielle Hilfe geben, nicht nur die medizinische, sondern eben auch die psychologische Hilfe. Wir müssen diesen Menschen unterstützen, ihr Trauma aufzuarbeiten, vor allen Dingen den Kindern. Und wie macht man das? Es gibt dafür jetzt zunächst mal aus psychologischer Sicht, als erste Maßnahme müssen wir mit unterstützen, dass die Menschen überhaupt ihre basalen Bedürfnisse wieder befriedigen können. Das heißt, dass sie zu trinken haben, zu essen haben und ihr Dach über dem Kopf haben. Aber dann etwas länger gedacht, brauchen wir Gruppen, die wir zusammenstellen, Gruppen von gleichermaßen Betroffenen. Also denken Sie zum Beispiel an Mütter, die ihre Kinder verloren haben. Oder denken Sie an die vielen Kinder, die ohne Eltern jetzt sind. Die müssen wir zusammenfassen. Weil geteiltes Leid dann anders zu verarbeiten ist. Wir müssen das Leid auf viele Schultern verteilen. Und wir müssen den Personen die Möglichkeit geben, über ihr Leid zu sprechen. Das, was Sie eben mit Herrn Benoit gemacht haben, das war schon psychologische Erste Hilfe. Im besten Sinne des Wortes. Er kann aussprechen, was er an schrecklichen Dingen erlebt hat. Und wir lassen uns hier leiten in der Psychologie von einer sehr alten Erkenntnis von Sokrates, der gesagt hat, alles, was wir in Worte fassen können, das können wir hinter uns lassen. Da besteht die Chance. Aber wenn wir es in uns tragen, sind wir alleine damit vollkommen überfordert. Möchte ich gerne Herrn Benoit noch mal fragen. Wenn Sie das hören jetzt, meinen Sie, Sie werden sich auch noch psychologische Hilfe suchen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, um sich helfen zu lassen? Ja, das hat unsere Mission auch vor. Unsere Missionsgesellschaft, die wollen auf diese Sache kümmern. Sehr gut. Das ist gut, oder? Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, dass diese Bereitschaft besteht und dass vor allen Dingen dann Menschen wie Sie das Ihren Landsleuten auch weitergeben, auch Hoffnung machen damit. Denn wir haben heute, wir verfügen über sehr gute traumatherapeutische Methoden. Also es ist nicht mehr nur noch zusammensitzen und in der Gruppe ein bisschen reden und Kaffee trinken. Nein. Sondern wir haben sehr gezielte traumaspezifische Methoden, die es Menschen ermöglicht, diese schrecklichen Bilder zu verarbeiten. Und haben wir die nur in Deutschland oder kann es die auch in einem bettelarmen Staat wie Haiti geben? Ich bin nicht darüber informiert, ob es dort lokale Fachleute gibt. Ich bezweifle das, dass es diese gibt. Aber es gibt sehr viele psychologische Organisationen auch. Ich selber arbeite in einer solchen europäischen. Wir sind ein Zusammenschluss von 25 Ländern. Und wir exportieren wirklich auch unser Fachwissen in diese Länder. Sie waren ja auch in Erdbebengebieten zum Beispiel. In der Türkei, in der Tsunami-Region, in Griechenland nach den Waldbränden. Und die Menschen dort sind sehr, sehr dankbar dafür, wenn wir unser Fachwissen auch zur Verfügung stellen. Und wenn Sie profitieren davon. Nach Haiti, Herr Pieper? Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Ich denke, meine Aufgabe besteht vor allen Dingen darin, andere mitzuschulen und vor allen Dingen auch lokale Kräfte mitzuschulen, die dann als Multiplikatoren dort tätig sein können. Heute habe ich was gelesen über die Helfer, die ja auch großen Belastungen ausgesetzt sind, was mich wirklich schockiert hat. Sie haben gesagt, jeder, der jetzt mit einem offenen Bruch dort liegt, und das sind selbstverständlich viele, die
vielleicht nicht verschüttet waren, aber die getroffen worden sind von herabstürzenden Gebäudeteilen. Jeder, der mit einem offenen Bruch jetzt dort liegt, dem geben wir maximal noch Schmerzmittel. Aber wir sind ganz sicher, dass jeder dieser Menschen sterben wird. Wie werden die Helfer dann gestützt? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also für die Helfer ist das eine immense Belastung, unter der sie arbeiten. Und wir haben es eben von dem Herrn von der Welthungerhilfe ja auch gehört, der sagte, Herr Kühn, ich brauche irgendwann mal eine Pause. Das ist das, was leider bei solchen Katastropheneinsätzen immer wieder vergessen wird. Die Helfer stehen natürlich auch unter Adrenalin und die haben das Gefühl, sie können helfen, helfen, helfen und sehen keine Grenze, keine persönliche Grenze mehr. Sie nehmen in sich auf all die schrecklichen Bilder, die Gerüche, die Schreie dieser Menschen. Und wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, zwischendurch wirklich Pausen zu machen, und dafür müssen Experten von außen kommen, die sagen, so, du kommst jetzt raus, du musst jetzt eine Pause machen, dich mal hinsetzen und darüber reflektieren, was hast du gesehen, was hast du gehört, was hast du gerochen an schrecklichen Dingen, um dann auch wieder dieses hinter sich zu lassen und dann gestärkt in den nächsten Einsatz gehen zu können. Herr Pieper, danke für all das.